I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Und willkommen zu einem neuen Video von Lea und mir. Sie ist auch mal endlich hier. Ich habe 10 Minuten hier auf dem Parkplatz gewartet. Bin ein bisschen wild dran gewesen, ja. Auf jeden Fall drehen wir heute ein Victoria's Secret Video zusammen, weil ihr das Pamela-Video so cool fandet. Und wir gehen jetzt erstmal einkaufen, frühstücken, danach gehen wir zum Sport. Ich habe auch schon die Sporttasche dabei, Lea auch. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Genau. Sind wir wieder. Auf jeden Fall, wie gesagt, gesunde Fette wie Avocado und so weiter. Aber ich muss sagen, ich dachte, sie essen weniger. Also letztendlich essen sie schon relativ viel. Halt gesund. Ne? Ich meine, sie sind ja auch groß. Ne? Aber sie essen halt dann sowas wie Bulgur und Quinoa als Kohlenhydratquelle. Also es ist nicht so, dass sie auf irgendwas verzichten. Weil viele denken halt immer so, die Models, die essen nur Brot und Wasser. Oder so ein Salatblatt oder sowas. Genau. Aber so ist es nicht. Deswegen packen wir das mal an. Das ist im Video nicht. Ja, das weiß man halt nicht, ne? Okay, also. Was möchtest du? Oh, das ist die eine. Ich hätte das erst bemerkt. Was möchtest du haben? Eine pink oder eine grüne Schnitzel? Pink. Pink, okay, dann mach ich eine grüne. Also ich probiere mal deine grüne, aber. Können sie auch teilen. Ja, brauchen nur ein Gefäß. Ein Gefäß, ja. So. So what you're saying, Liz, is not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch. But who can bother with this kind of fussing? When we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind? Trouble this time, all on the line. I traded many places, what would you find? When we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. So, die Smoothie Bowls sind jetzt fertig und das hier ist meine, die Green Bowl und das hier ist Leas. Also hier sind halt nur Himbeeren drin, Banane, Proteinpulver und Mandelmilch. Und bei mir ist Spinat, Gurke, Kiwi, Banane und Proteinpulver drin. Habe ich einfach alles püriert. Wir haben uns die Bowl verdient. Genau. Und jetzt werden wir das, ja, Po-Workout machen wir jetzt von dieser Romy Straight, oder wie sie heißt. Weil sie hat nämlich eins auf YouTube hochgeladen und danach haben wir auch so einen Bauch wie sie. Anstrengend. Das Problem ist halt nur, dass man alles ohne Pause macht. Ja. Das gibt so krass auf die Ausdauer, die wir beide nicht haben. Aber war gut. Auf jeden Fall freue ich mich gleich auf das Essen. Das machen wir gleich. Wir machen gleich so Lachs und Quinoa. Lecker. Genau. So, wir machen jetzt unser Mittagessen und dafür haben wir einmal Spinat, Avocado, Zitrone, Granatapfel, Lachs, Quinoa. Ihr hättet aber auch Couscous oder so nehmen können. Das essen sie nämlich auch mega gerne. Und als Dressing nehme ich sowas hier. Genau.
wird auf jeden Fall jetzt im Backofen gemacht, damit man sich Fett spart. Auf jeden Fall hat Lachs sehr viele gesunde Fettquellen. Wo wir beim Thema sind. Okay, also Lea kümmert sich jetzt um das Quinoa und doch den Lachs. Also machen es doch nicht im Ofen, weil es irgendwie Energieverschwendung wäre. Aber machen es ohne Öl. Mal gucken, ob das klappt. Ich werde mich jetzt um den Salat kümmern. Um die Guacamole. Sonst noch was? Ne, das war's. So, Lea und ich haben das Essen jetzt fertig gemacht. Ich bin gerade um 7 gewesen. Und jetzt klären wir uns mal. Ready. Also, wir haben hier einen Quinoa-Schrägstrich. Wir haben da noch ein bisschen Couscous reingemacht. Quinoa-Schrägstrich-Couscous-Salat mit selbstgemachter Gemüsebrühe von meiner Mama. Genau. Happy. Spinat, dann haben wir Granatäpfel, Guacamole und Lachs. Lecker! Lecker schmecker! Mal vertrinken wir jetzt alle noch Wasser mit Zitrone, damit wir länger satt bleiben und schneller satt sind. So, wir sind jetzt wieder oben und jetzt gucken wir jetzt Riverdale, eine neue Folge. Und danach werden wir ein Abendessen machen und noch. Ich sehe aus wie der größte Hänger. Du auch, Lea, mit deinem. Wie süß. Cool. Und Einhornsocken. Oh. Ich bin ein wenig kindlich. Okay, wir sind jetzt beim Abendessen und wir gucken. Jetzt auch GNTM dabei, deswegen brauchen wir ja einen Snack bzw. Abendessen. Und die ganzen Victoria's Secret Models, die essen dann auch immer sehr gerne Süßkartoffel und Gemüse auch aus dem Ofen. Und dazu haben wir jetzt Tofu als Proteinquelle und dann noch ein bisschen Hirtenkäse. Schmeckt mega lecker im Ofen. Genau. Now I got this feeling that haunts me. As real as the blood running through my veins. Now you're living right here inside me. And I'm just trying to cope with the things you say. Even if the curtain drops and the daydream stops, we might. Wir haben ja gesagt, dass wir was zu verkünden haben. Und Lea hat sich jetzt dazu entschlossen, auf YouTube zu machen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was Lea für Videos drehen soll. Sie hat zwar schon so ein paar Ideen. Aber ich bin offen für alles. Für vieles. Wir notieren offen für alles. So, und als kleinen Snack gibt es jetzt noch Cashews und alles klar. Und Cranberries. Was machst du da, liebe Lea? Tofu in der Pfanne. Der schmeckt echt so gut. Also, ist lecker. Obwohl ich ja keine Veganerin bin, trotzdem esse ich das mega oft. Weil es einfach lecker schmeckt. Licht. Oh, es schmeckt einfach lecker. Echt lecker. Ja. Delicious! Also, wir haben jetzt hier unser leckeres Essen. Ich freue mich. Und wir sind jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Wir gucken jetzt noch GNTM. Haben wir schon 10 nach, müssen wir wissen, warum. Genau. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls wir mehr so Tage machen sollen, wie jemand anderes leben, dann schreibt es mir. Oder die Challenges. Genau. Aber Lea hat ja wohl auch einen Kanal. Dann können wir auch alles machen. Alles austoben. Oh ja. wollte ich Ihnen jetzt sagen. Genau, auf jeden Fall war es total easy, die Challenge einzuhalten. Ja. Also weil die essen echt mehr als erwartet. Die essen halt wirklich Sachen, die viel Volumen haben, aber wenig Kalorien. Und deswegen ist es halt sehr sättigend. Genau. Deswegen, ja, das war's. Das war's. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.